So, herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie hatten eine schöne Kaffeepause, dass es angeregte Diskussionen gab. Merkt man auf jeden Fall daran, wie schwierig es war, Sie alle wieder zurückzubekommen zu den jetzt letzten Session, der letzten Diskussion unserer Tagung. Ich freue mich, dass Sie immer noch alle hier sind. Und letztendlich hat ja ein Teil, der wollen wir einfach jetzt in der nächsten Stunde nochmal einen Teil der Diskussion aufgreifen, der heute Morgen auch schon geführt wurde, nämlich die Frage, wie können eigentlich die notwendigen politischen Rahmenbedingungen und Anreize für nachhaltige Investitionen geschaffen werden? Wir wollen sowohl auf der einen Seite mit Nora McKean, die ganz stark in die Reform des Committee on World Food Security involviert ist in Rom, eine Perspektive einbringen, die ganz klar ein klares Plädoyer für starke und klare politische Rahmenbedingungen setzt. Wir haben aber auch Professor Bernd Hansjürgens hier auf dem Podium, der Leiter der TEEP Deutschland Studie. Viele von Ihnen haben ihn vorhin schon in seinem Kommentar aus dem Publikum gehört. Und ich bin ganz gespannt, von ihm noch mal mehr zu hören, welche Potenziale und Hoffnungen aus seiner Perspektive mit TEEP und marktbasierten Instrumenten zur Steuerung von Investitionen verbunden sind. Jutta Kill haben Sie alle eben schon kennengelernt. Ihre kritische Sichtweise auf diese Diskussionen ist eben schon angesprochen worden. Und ich denke, Jutta wird jetzt auch in der laufenden Diskussion noch mal ganz spannende Beiträge leisten. Wen ich noch begrüßen möchte, allerdings online, ist Monique Michael. Hi Monique. Monique Michael war eingeladen von uns. Sie ist Beraterin von Oxfam für Agrar- und Ernährungspolitik und hat leider kein Visum bekommen, oder besser gesagt, ihr Pass ist noch immer in den Händen der britischen Botschaft. Und deswegen konnte sie nicht direkt zu uns kommen. Monique wird der Diskussion folgen und dann am Ende nochmal einen längeren Kommentar geben und sozusagen aus ihrer Perspektive, aus Oxfam-Perspektive unsere Diskussion noch erweitern. Monique, it is nice to have you here, at least online, and we will hope that I hope that you can follow the discussion and we are looking forward to your comment in the end of the debate. Thank you. I appreciate it. Beginnen möchte ich mit einer Frage. Nora, maybe you keep your headphones on for a second. Because I would like to raise my question to you. Beginnen möchte ich nämlich mit einer Frage an Nora McKean. Wie ich sagte, ist sie ganz eng involviert in die Reformprozesse des Committee on World Food Security. Einer der Prozesse, die in den letzten Jahren gerade von der Zivilgesellschaft als betrachtet wurden, als ein Prozess mit ganz viel sozusagen demokratischem Potenzial, weil nämlich das erste Mal letztendlich auch die Zivilgesellschaft wirklich mehr Einflussmöglichkeiten bekommen sollte in internationalen Institutionen oder Entscheidungsprozessen und in der weltweiten Governance der Ernährung. Nora, und letztendlich kommt aus dieser ersten Session gerade, wo wir gehört haben, auch so die kritischen Punkte gehört haben, die mit marktbasierten Instrumenten zusammenhängen und immer wieder auch so die Forderungen gehört haben, nach einem klaren politischen Rahmen. Welche Potenziale siehst du eigentlich im Committee on World Food Security und letztendlich den Prozessen, die damit zusammenhängen? Is this on? Yes. Yes, with great pleasure. In fact, it did seem to me that there was a bit of a yearning for political process growing up in the discussion this morning that was focused on particularly Rio+20 and climate change processes. So I think it's useful for you to know about an arena where political process is going forward very vociferously, which is the Reformed Committee on World Food Security, and to perhaps see if there are some lessons about process, but also about content that could be applied to some of these other venues. Now, the food riots in late 2007, in fact, revealed a serious governance vacuum
In the absence of an effective policy forum, decisions concerning global food security were, of course, being taken, but by default, by institutions like the WTO and the World Bank, for whom food security is hardly core business, by rich country groups like the G8, and worse still, by economic operators like agribusiness corporations and financial speculators who are not subject to any kind of political supervision. A confrontation soon emerged between two very different ways of trying to fill, or at least appearing to fill, the governance gap. On the one hand, the G8 put the accent on investment in technology, pledging billions of dollars of rather elusive additional aid to agriculture. And on the other, some G77 countries, allied with social movements and civil society, stressed the importance of policies and championed the transformation of what was a very dormant UN Committee on World Food Security, the CFS, housed in FAO, into a strong and inclusive political forum. In the end, this reform process won out, and it was opened up to all stakeholders in an unprecedented way. There was a hard-fought negotiation that led to approval of the reform in October 2009. And civil society played a key role in this, particularly organizations of small-scale food producers from all regions who were facilitated by the network which grew out of the civil society forums that had been organized in parallel to the World Food Summits of 1996 and 2002, where a definite political choice had been made to have them be in the majority rather than NGOs, as has been the case in most of the other global forums. This International Planning Committee, the IPC for Food Sovereignty, is the name of this network, and since 2002, it has facilitated participation by more than 2,000 representatives of peasant farmers, artisanal fisher folk, indigenous peoples, and others in FAO policy arena where they had never set foot before, championing food sovereignty, the right to food, agroecology as an alternative paradigm to green revolution technology and free markets. And I mention this because I think it's important to realize that participation by people's organizations in particular doesn't happen at the drop of a hat or the purchase of a few airplane tickets. It requires a long-term vision and strategy. So what's important about the new CFS that emerged from this reform? All of the characteristics that I'm about to mention were very hotly debated and very strenuously defended by civil society. The Committee on World Food Security is recognized as the foremost global platform for food security, not one of many, the foremost. It deliberates from a human rights perspective. This is in its mandate. It's empowered to tackle key issues. It highlights incoherencies among policies like climate change and food security. It holds governments and other actors accountable for applying the decisions that are taken. And to this end, it adopts a global strategic framework, which is a continuously updated normative document that governments and other actors are expected to apply to their own particular situations. Everyone is in the room. Civil society organizations, as Christine noted, are recognized as full participants, not observers. They're able to intervene in the debate on the same footing as governments, and of course also the private sector and international institutions like the World Bank and the WTO. So decision-making is inclusive and transparent. It takes place in plenary sessions and not in closed-door drafting committees. The reform document further recognizes the right of civil society to autonomously decide how it will manage its interface with the intergovernmental process. And the resulting civil society mechanism prioritizes institutions, organizations which directly represent those who are most affected by food insecurity. And this gives it considerable legitimacy and political weight. The reform has established a high-level panel of experts, which is supposed to provide an analytic basis for the deliberation on contentious issues, as also with the climate change process. But this
panel recognizes the expertise of producers and practitioners in addition to academics and adopts a very participatory modality for evidence building. And finally, the CFS reform seeks to build bridges between global policy decisions and what actually happens at the national level and makes a difference in people's lives. Governments are enjoined to establish multi-stakeholder platforms inspired by the model of the global CFS, which are intended to identify food security problems and formulate appropriate policies and programs. And whether or not they do so is monitored and reported. So it looks great on paper. And in practice, we're now in the process of the fascinating and complicated act of translating into practice a new and untested global governance model. It's not easy, but the inclusiveness and the transparency of the CFS have introduced a whole series of dynamics that have shaken up the usual formalized, fossilized intergovernmental practice. And the impact of civil society has been fundamental in this. Already at the first session of the reform CFS in October 2010, around the hotly debated issue of investments in land, where agreement was won over strong opposition to negotiate international guidelines on land tenure in the CFS, and a refusal to rubber stamp the World Bank promoted Principles for Responsible Agricultural Investment, or RIE, which were being denounced by civil society and social movements as essentially an attempt to condone land grabbing. At the end of this late-night session, the head of the Canadian delegation, who is not particularly enamored with what civil society had to say, took the floor to state his view that the inclusion of civil society was turning out to be the most important aspect of the reform. And as he put it, they say it like it is and call our bluff. We need them in the room. If I have a moment, I would like to illustrate what happens when this is applied to a particular issue, taking agricultural investment as an example. Exactly. That would be my next question, actually, like that you elaborate a little bit more on how actually is investment treated in the CFS and what does it change that civil society is such a strong part of it? Okay. This is a good example because, of course, behind this hot issue of investment in agriculture lurks the whole question of what model of agriculture and what food system is being promoted, as we were hearing this morning, whose interests are being furthered. And civil society and social movements are having considerable impact, I'm glad to report, both on how the issues are framed in the CFS and on the outcomes of the negotiations. The policy debate on investments in October 2011 already recognized some truths that are often put under the carpet. Who was it that said, you spoke about alternatives being not seen because the spotlight isn't on them. And this, the report of this intergovernmental debate recognizes that small-scale producers are responsible for most of the food consumed in the global south, and this takes place within local and national borders and not through international food chains. They are also responsible for 90% of all investments made in agriculture. ODA and foreign direct investment that we were talking about yesterday are totally marginal. In addition to food production, sustainable family-based farming provides multiple benefits that large-scale industrial agriculture does not. Employment creation, stimulating rural economies, environmental enhancement, protection of biodiversity, addressing climate change, social security, and others. So, policies and investments aiming to strengthen food production and food security have to prioritize supporting these key actors. And this is in the report. It's in the Global Strategic Framework. So the next step, building on this, has been the negotiation of the first ever international guidelines on tenure of land and other natural resources, which were adopted by acclamation in the CFS last May. Some governments and corporations were fighting very hard to keep them as weak as possible, and the chapter on investments was among the most contentious.
civil society didn't get everything it wanted, of course, but it won some important victories, like recognition and protection of customary tenure and collective communal rights to land, strong reference to human rights, a strict definition of what consultation with communities really entails, limitations on investments that involve transfer of land title, and much more. And since adoption, the attention has shifted to turning these guidelines into legislation and regulation at the national level, where they become binding, and monitoring whether governments and institutions like the World Bank are respecting them. Let me ask you some. Let me just, Nora. How strong, from a political perspective, do you see the voluntary guidelines you have just talked about? Are they a powerful instrument to let's say, guide investments in a different way? They're already a powerful instrument, and the very fact that it has taken decades and decades and decades to bring them into existence is a demonstration that that they're powerful. Binding legislation, the only parts of the UN we know that have the possibility of applying sanctions are the WTO and the Security Council. So these guidelines are, if you like, voluntary, but in fact they are binding because they are embedded in international human rights legislation, which is binding for all of those countries, which are most of them except the U.S. sometimes, which have signed the legislation. And they become binding when they are transformed into legislation and regulation at the national level. And the fact that civil society and social movements who represent the majority of the population in many countries are involved in this, have total ownership of this, and are taking it forward makes it very difficult for government to ignore it. We've seen one of the most exciting things that's happening in the CFS has been the building up, has been the turnover of the African group, the group of African governments, who started out by being totally passive, despite the fact that Africa, of course, is food insecurity terrain. And they've turned around now to being one of the most important negotiators. And this is in part due to the fact that they've been able to establish an alliance with the African small-scale producers organizations who are also in the CFS, and they stand together. Of course, they disagree about many things, and particularly when they get back home, but they stand together in the CFS to defend the smallholders who are the majority of the population and the basis of the economy of these countries. Thank you. We will come back on that later. Hans-Jürgens, when Sie sozusagen die Ausführungen von Nora hören, auch letztendlich wie viel Kraft es kostet, so einen politischen Prozess in Gang zu setzen, aber auch den Wert letztendlich dieser partizipativen und Ausgestaltung politischer Prozesse. Vor dem Hintergrund würde ich gerne noch mal einmal in ein paar Sätzen, weil Sie das vorhin nur sozusagen aus dem Publikum gemacht haben, Sie noch mal kurz pointiert sagen, wenn wir eine Transformation des Agrarsektors wollen, wenn wir andere Investitionen wollen, warum muss es TTIP geben? TTIP? Ja, TTIP muss es geben, weil Entscheidungen falsch gefällt werden. Entscheidungen, also man muss erstmal sagen, wichtig ist, dass überhaupt Entscheidungsträger Entscheidungen fällen. Entscheidungen werden unter bestimmten Abwägungen gefällt. Und in diesen Abwägungen sind üblicherweise betriebswirtschaftliche Argumente enthalten, aber Auswirkungen dieser Entscheidungen auf andere, auf Dritte, auf zukünftige Generationen sind in solchen Entscheidungen üblicherweise nicht enthalten. Wir Ökonomen machen eigentlich eine Unterscheidung zwischen betriebswirtschaftlichen Perspektiven und einer volks- oder gesamtwirtschaftlichen Perspektive. Und das ist schon mal ganz wichtig, wenn ich jetzt sage, ich bin Ökonom, ich bin natürlich Volkswirt. Das ist, ja, und schaue sozusagen auf die gesamtwirtschaftliche Perspektive. Es geht also darum, diese Leistungen der Natur, TTIP bezieht sich im Wesentlichen auf Ökosystemleistungen, diese Leistungen der Natur besser in Entscheidungen zu berücksichtigen. Das ist der ganz allgemeine Anspruch.
den kann man nun überall anwenden. Den kann man auf die Bauern anwenden, den kann man auf die Endverbraucher anwenden und den kann man beispielsweise auch auf öffentliche Entscheidungsträger anwenden, die über die Flächenausweisung in einer Kommune entscheiden. So. Darf ich einmal nachfragen? Ja. Das heißt also, wenn ich es richtig verstehen würde, ist die Bewertung von unserem Ökosystem, was ja sozusagen TEEP tut, die ökonomische Bewertung, ist eine Entscheidungshilfe dafür, den richtigen ordnungspolitischen Rahmen zu schaffen. Ja, ich würde mich gegen diese Formulierung nicht wehren. In der Tat, ja, Sie haben recht. Ja, ein Punkt bleibt vielleicht noch. Man muss einfach sehen, hier ist ein breiter Prozess von Inwertsetzung gemeint. Inwertsetzung heißt nicht nur, ich wende ein ganz spezifisches Verfahren an, um einen monetären Wert zu bekommen, sondern Inwertsetzung ist etwas, was jede Gesellschaft kann. Wenn wir ein Naturschutzgebiet ausweisen, ist das eine Inwertsetzung dieses Gebietes, weil das Gebiet es uns wert ist. Das ist auch schon Inwertsetzung. Wenn wir ordnungsrechtlich ja, in einem Land sagen, dies oder jenes ist untersagt, dann schützen wir damit, also wir unterscheiden in erlaubte und unerlaubte Handlungen, dann schützen wir damit ein bestimmtes Gebiet oder bestimmte Ressourcennutzungen. Das sind auch schon Inwertsetzungen. Das Hauptproblem bei TEEP, also der Ansatz von TEEP ist, Entscheidungen zu verändern, den Wert der Natur besser in Entscheidungen zu integrieren. Das Hauptproblem von TEEP ist, und nicht nur hier, dass Ökonomie oft falsch verstanden wird, nämlich sehr eng, betriebswirtschaftlich. Also ich schaue jetzt zufällig, ganz zufällig in diese, das war jetzt gerade, nein, das muss durch mein Unterbewusstsein gekommen sein. Das war nicht beabsichtigt. Also es geht darum, diese Entscheidung zu, so, das Problem ist, dass sozusagen ein enges Verständnis von Ökonomie gesehen wird und es wird sozusagen auch nicht anerkannt, dass TEEP ein breites Verständnis von Werten hat. Ja, das wird sozusagen häufig zu eng gesehen. Es wird reduziert auf Marktmechanismen, auf Payments for Ecosystem Services, was es auch sein kann. Ja? Aber der Ansatz und das atmen alle Berichte ist denkbar breit gewählt. Jetzt haben Sie weitere Fragen. Ja, natürlich. Ich sehe es Ihnen an. Ich habe das in der Pause gerade schon angekündigt. Letztendlich, also das ist so die eine Perspektive, auf TEEP, dann guckt man noch mal ein bisschen genauer hinterher und sieht dann das TEEP for Business, wo man dann ganz schnell sieht, die Studie, also sozusagen soll auch wirklich sozusagen der Wirtschaft noch mal deutlich machen, dass die Natur und Investitionen in die Natur und so weiter, dass das lohnenswert ist, dass das ökonomisch lohnenswert ist. Würden Sie sagen, die Sorgen, die Jutta Kill heute Morgen dann formuliert hat, dass neue, sozusagen eher ökonomische Assets geschaffen werden, ist das unbegründet, weil es geht doch eigentlich darum, einen richtigen ordnungspolitischen Rahmen zu hinterfüttern? Oder ist es wirklich so, dass letztendlich es darum geht, auch neue Produkte zu erschaffen? Eine Ergänzung noch zu meiner vorigen Antwort. Dann komme ich will noch mal sagen, CO2 ist ein schönes Beispiel für TEEP. Und zwar deshalb, wir sehen daran gleichzeitig, was gewonnen werden kann und was sozusagen auch die Kritik möglicherweise sein kann. An CO2 haben wir deshalb, an diesem CO2-Handel haben wir deshalb unglaublich viel gewonnen, aus meiner Sicht, weil die Entscheidungen wurden auf einmal sichtbar. Es wurde sichtbar, dass das CO2 eine Verschmutzung ist, die uns Schäden zufügt. Und wie immer der Preis ist, der ist nicht richtig oder falsch, der wird ganz sicher falsch sein, aber es wurde ein Signal gegeben, dass man sich damit in den Unternehmen befasst. Und dieser Gedanke, um das nochmal zu ergänzen zu meiner ersten Frage, der ist auch für den Bereich Biodiversität und Naturschutz elementar. Lasst uns sozusagen in die richtige Richtung gehen und diese Rahmenbedingungen verbessern. So, natürlich hat meine liebe Kollegin zu meiner Linken, zu ihrer Rechten, auch recht mit den Befürchtungen. Denn es kommt ja darauf an, wir haben sozusagen massive Veränderungen in der globalisierten Welt. Die ganze Tagung handelt davon, dass dies die Agrarmärkte sehr stark betrifft. Und das ist sozusagen sehr schön dokumentiert worden. Und wie mit all diesen Entwicklungen hat das jetzt sozusagen positive Elemente und hat Schattenseiten. Sehr schön hat es gestern Herr Flassbart auch gesagt. Der hat erstmal gesagt, naja, dass erstmal jetzt Land teurer wird an einigen Stellen der Welt. Das ist ja erstmal eine Wertschätzung auch, die geht jetzt sogar sehr direkt über Preise. Ich würde jetzt sagen, da sind noch nicht alle Effekte immer so drin. Aber gut, das ist ja an sich erstmal nichts Schlechtes.
sozusagen, das heißt ja erstmal, hier wird etwas wertvoller, wir werden uns darum kümmern, die Knappheit nimmt zu, so würden das die Ökonomen sagen. Ist ja auch kein Wunder, wenn die Bevölkerung von 7 Milliarden Menschen auf 9 Milliarden Menschen auf der Erde anwächst. Die Knappheit nimmt zu. Aber gleichzeitig kann man natürlich nicht blind den Marktmechanismen vertrauen. Und da stimme ich voll und ganz zu. Wir brauchen, wenn wir irgendwelche Mechanismen jetzt einführen wollen, um das zu regulieren, freiwillig oder über internationale Organisationen oder in den einzelnen Staaten, dann brauchen wir in jedem Fall Regeln, die diesen Markt regulieren. Es funktioniert so wie kaum ein Markt ohne solche Regeln. Und diese ganzen Märkte, von denen wir sprechen, und auch TTIP, das sind ja öffentliche Güter. Das heißt, die entstehen gar nicht von selbst heraus. Das wurde auch mal heute gesagt, nicht? Die Payments für Ecosystem Services, das ist ja nur ein Ausschnitt, die müssen sozusagen staatlich gesetzt werden. Und das ist sozusagen die Voraussetzung. Und das ist das große Problem, das erfordert in einem Stichwort zusammengefasst Good Governance. Das haben wir in der Regel wenig oder nicht. Und damit haben wir auch Missbrauchsmöglichkeiten. Und die muss man sozusagen vorbeugen. Und da muss man überlegen, wo treten die auf? Wo sind die beobachtbar? Wie geht man damit um? Ein letzter Satz noch. Ja, kurz. Kurz heißt, wichtig ist für mich, wir sind ja in Lernprozessen. Diese Tagung ist ein Lernprozess, hoffentlich für uns alle. Aber auch bei diesen Lösungen, die wir entwickeln, sind wir in Lernprozessen. Diese ökonomischen Märkte, die gab es ja noch gar nicht. Vor 20 Jahren wurden die ersten etabliert. Aber vorher gab es gar nichts. Und dann hat man erst da gelernt, oh, was treten da für Fehler auf? Oh, kostenlose Vergabe von Zertifikaten. Mensch, da gewinnen einige, andere verlieren. Innovation ist zum Teil immer noch so. Und dann wurde sozusagen nachjustiert. Der Emissionshandel in Europa ist ein sehr schönes Beispiel, um zu zeigen, wie auch gelernt wurde und wird. Und das gilt hier eigentlich in gleicher Weise. Wir haben nicht die Musterlösung. Auch ökonomische Ansätze müssen weiterentwickelt werden. Darf ich da jetzt mal ganz kurz? Nee. Leider nicht. Ich habe nämlich eine Frage an dich. Und zwar finde ich es ganz wichtig, dass du auch nochmal in Betracht ziehst, was Nora gesagt hat. Dass es ein ganz aufwendiger Prozess ist. Einen partizipativen und demokratischen politischen ordnungspolitischen Rahmen zu schaffen, wo wirklich die Zivilgesellschaft sich einbringen kann. So, zum einen möchte ich gerne, Jutta, dass du was dazu sagst, ob du das Gefühl hast, dass letztendlich diese beiden Elemente, nämlich ein Marktmechanismus und ein ordnungspolitischer Rahmen, sich nicht gegebenenfalls ergänzen können? Also ob das nicht letztendlich ein Add-on sein könnte nur? Und der zweite Punkt ist, dass es mir wichtig ist, wäre, dass du nochmal herausstellst, wenn ein ordnungspolitischer Rahmen, ob das im Rahmen von freiwilligen Leitlinien ist, ob das im Rahmen von einer verbindlichen Ordnungspolitik ist, wenn der versagt, das hast du vorhin auch am Beispiel von Brasilien schon gezeigt, die Waldpolitik Brasiliens hat nicht funktioniert. Wieso gibt es dann die Annahme, dass der ordnungspolitische Rahmen, einen Markt zu gestalten, der dann funktioniert, klappen könnte? Also sozusagen, ne, das ist ja nochmal Ihre Annahme, die auch hinter TTIP steht, dass es einen ordnungspolitischen Rahmen gibt, der den Markt sozusagen so gestaltet, dass er auch wirklich funktioniert. Aber der ordnungspolitische Rahmen funktioniert noch schon gar nicht so ganz. Und das sind die beiden Punkte, auf die ich gerne würde, dass du auf sie eingehst. Ja, auf den zweiten wäre ich, glaube ich, sowieso eingegangen. Beim ersten. Für mich ist das Problem, also zum einen marktwirtschaftliche Instrumente, das ist mir immer ein bisschen zu ungenau und zu weit gefasst. Was wir sehen ist, dass der Begriff marktwirtschaftliche Instrumente genutzt wird, um eigentlich über den Handel zu reden. Es gibt auch ganz viele andere marktwirtschaftliche Instrumente, die aber nichts mit dem Handel zu tun haben. Es geht hier um, dass der Finanzsektor ganz viele politische Steuerungsfragen übernimmt. Und da ist eben auch die Gefahr von einer Inwertsetzung. Morgan Robertson, Geograf aus den USA, hat das sehr gut in einem Artikel, finde ich, zusammengefasst, der gesagt hat, es geht darum, Natur für Kapital sichtbar zu machen. The nature that capital can see. Darum geht es. Und in diesem Prozess, Natur für Kapital sichtbar zu machen, wird Preis an den falschen Stellen gesucht. Discovering price in all the wrong places.
Da kann man Preis suchen, da wird man aber Preise finden, Zahlen finden, die aber die Entscheidung darüber, wie Landnutzung stattfindet, nicht auf die Art und Weise steuern werden, wie Sie sich das vielleicht auch erhoffen. Und da ist für mich die Frage, oft wird diese marktwirtschaftlichen Handelsinstrumente werden gesehen als den kurzen Weg, als den Shortcut, um diese komplizierten, aufreibenden, langsamen, kontroversen Prozesse irgendwie auszuschalten, die dann irgendwie auch immer ganz, ganz schwierig sind, wo Zivilgesellschaft sitzt und die Regierung sitzt und Industrie sitzt. Das kann man irgendwie gar nicht so genau sehen, wo das hingeht. Und um diese komplizierten Prozesse, die jetzt irgendwie hier im CSF nochmal versucht werden, auch aufzubauen, um die irgendwie auszuschalten, da geht es ganz oft darum, eben das schnelle Instrument des effizienten Marktes zu nehmen. Und da, glaube ich, hat ganz klar der Emissionshandel gezeigt, dass das ein Trugschluss ist. Und der hat da auch gezeigt, ich warte noch darauf, dass wir lernen aus dem Jahrzehnt von Emissionshandel. Er hat gezeigt, dass mit dem Emissionshandel aus meiner Sicht bisher kein Klimaschutz betrieben worden ist. Und da würde ich auch nochmal einhaken wollen, da zeigt sich, selbst in einem politischen Raum wie der Europäischen Union, wo man in der Regel davon ausgeht, dass der ordnungspolitische Rahmen funktioniert, war er nicht ausreichend, ein Emissionshandelssystem so zu strukturieren, dass da auch Emissionsreduktionen rauskommen, die transformativen Charakter haben. Das hat er bis heute nicht geschafft. Da sind die Preise im Keller, da gibt es eine Vielzahl von Korruptionsskandalen und da haben wir ein Instrument, was noch nicht mal die Nachfrage so regulieren kann, dass der Preis jetzt irgendwo in einer Größenordnung ist, dass er auch zumindest theoretisch transformativen Charakter haben kann. Mit 6 € pro Tonne CO2 ist Verschmutzen richtig billig. Da lohnt es sich glatt nochmal, ein neues Kohlekraftwerk zu bauen. So, vor allem, wenn man über die Auktionsgelder oder die Versteigerungsgelder vom Emissionshandel, was jetzt ab Januar funktioniert, wenn man da nochmal für ein bisschen sauberere Kohlekraftwerke zusätzlich Subventionen kriegen kann. Das Hauptklimaschutzinstrument der Europäischen Union, der Emissionshandel, fördert durch die Hintertür über die Änderung von Subventionsregelungen in der EU, dem Bau von neuen Kohlekraftwerken. Ist doch klasse, ne? Entschiedener, also ich habe versprochen, dass ich nur 2 Sätze dazu sage, weil wir nicht über den Emissionshandel an sich sprechen wollen. Aber es ist ja jetzt auch als Beispiel gesehen für ein ökonomisches Instrument. Und diese 2 Sätze lauten, dass ich hier entschieden widerspreche. Ich sage nicht, dass der Emissionshandel Emissionen reduziert hat. Das war noch nie seine Aufgabe. Sondern er hat einen Deckel eingezogen. Einen Deckel. Zum ersten Mal hat sich die Politik einigen müssen, sonst geht das Instrument nicht, dass ein Gesamtemissionsdeckel festgelegt wird, unter dem dann gehandelt wird. Diese Obergrenze hat kein anderes umweltpolitisches Instrument, auch kein Ordnungsrecht. Ein Gesamtemissionsdeckel. Und in diesem Rahmen gibt der Emissionshandel uns wertvolle Informationen. Beispielsweise, er zeigt uns brutal, dass zu viele Emissionszertifikate im Umlauf sind. Die Info hatten wir bis 2006 gar nicht. Da haben die ganzen Staaten, nicht mal in Europa, wir sprechen noch nicht mal über die Mitte und den Süden, da hatten wir noch nicht einmal die Informationen, wie viele Zertifikate im Umlauf sind. Und erst als innerhalb von 4 Tagen Emissionsberichte veröffentlicht wurden und der Preis mit unglaublich schneller Geschwindigkeit von 30 € auf damals 8 € oder so fiel, da wurde das offensichtlich. Das sind doch Informationen, die auch wichtig sind. Ja. Jetzt höre ich damit auf. Also das könnten wir einen ganzen Abend diskutieren. Da bleibe ich auch bei einer anderen Einschätzung. Das wollte ich einfach nochmal sagen. Aber darum ging es ja gar nicht im Kern. Nee, das ist ein ganz spannender, also mit Sicherheit ein spannender Aspekt, den es zu diskutieren gilt. Aber ist es mir ganz wichtig, wirklich immer wieder den Link auch zu dem ordnungspolitischen Rahmen zu setzen. Nora, Food Security hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass Menschen Zugang zu Ressourcen haben. Bei derzeitigen Investitionsflüssen können wir ganz klar sehen,
die Zahlen über Landgrabbing haben wir gestern gezeigt. Menschen werden zunehmend von ihrem Land vertrieben. Wir haben immer noch kein letztendlich effektives, globales Governance-System für, also ne, ein Tiger mit Zähnen so richtig, der sagen kann, wir müssen letztendlich unsere Investitionsströme anders regulieren. Was sind aus deiner Sicht die nächsten drei wichtigen Schritte, damit wir wirklich sozusagen eine Politik der Global Food Governance haben, die auch sozusagen den Hunger effektiv bekämpft? Well, it's a bit reductive to ask me to come up with three magic steps that's going to do it. But let me just note that if we look at, for example, take the case of Africa, despite all of the truths, and these truths that I mentioned earlier, the framing issues, there it's not just civil society. The FAO, State of Food and Agriculture, dedicated to agricultural investment that has just come out, is saying these things, that the paradigm is starting to change, and determined effort to make sure the paradigm keeps changing is certainly one of the steps. That's got to go on, and it's got to go on at all levels. But despite paradigms changing and truths being recognized, we have to deal with the fact that all of this is exquisitely an issue of power, of political an economic issue. And there's no easy fix, be it technological, be it regulatory, be it market, that's going to deal with the situation until we recognize that we've gotten to a situation. Who was it that was saying we have to act now? I think it was you, because we don't have any time left. We're running out of our planet. You talk about good governance. Let's look at good governance in my beloved home country, the U.S., not just, you know, in these horrible African countries where people are corrupt. You know, in the U.S., climate change has been denied for decades. And why was it denied? Not because people didn't know the facts, but because the corporation lobbies are so powerful and pay for such a big percentage of the campaigns, of the political campaigns. So let's be aware of this. The only answers that we can find are political. Now, if you look at Africa, you find the proponents of approaches like the New Alliance for Food Security and Nutrition, the G8 invention, which I hope you're all familiar with, which are seeking to prize African countries and African markets open to foreign corporations and the technologies they peddle. And let us remember, when we talk about markets, we always have to ask ourselves which markets we're talking about. And the food market in Africa is the most attractive market of the future. It's the only part of the world where the population in the urban areas is growing because of population growth and because of urban populations. And the question is, who's going to meet that demand? Will it be the corporations who are able to take advantage of these market solutions, or will it be the small-scale producers who are already feeding Africa without any kind of political support and could do a much better job of it if their investment was recognized and supported rather than opening up to foreign corporations? So let's keep all of this in mind. I think that's where the solution is. Thank you very much. Gibt es das Bedürfnis, sich an der Diskussion zu beteiligen? Ja, ich habe eine Frage jeweils an Herrn Hans-Jürgens und an Frau Kill, und zwar der Schritt von der Bewertung von der Ökosystemleistung zu dem Handel damit, den finde ich irgendwie nicht, der ist nicht zwingend. Und das ist einmal die Frage an Herrn Hans-Jürgens: Wie sehen Sie das? Also muss das quasi nur weil die Bewertung da ist und die unter Umständen auch Sinn macht in der Diskussion, gerade in der politischen Diskussion, muss es deswegen damit gehandelt werden? Und an Frau Kill die Frage, wenn jetzt so eine Studie nur zeigen würde, und ich glaube, das ist ja die grundlegende Idee tatsächlich, soweit ich sie gelesen habe, und ich habe sie nicht ganz gelesen, dass man das versucht, zum Beispiel den Wald als Ökosystem zu bewerten, und zwar eben sehr ganzheitlich, aus sehr vielen Aspekten heraus. Und wenn es nur bewertet werden würde, man sagt, der ist so und so viele Millionen Euro wert, aber nicht deswegen damit anfängt zu handeln, würden Sie dann sowas anders bewerten? Gibt es weitere Fragen? Okay.
Ja, ich möchte da gleich anschließen. Frage vielleicht auch an Herrn Hans-Jürgens. Wenn es denn tatsächlich so ist, wie meine Vorrednerin vermutet, dass es ja nicht unbedingt sein muss, dass also das tatsächlich auch eine Frage von Ordnungspolitik ist, das zu verhindern. Warum ist dann an der Natural Capital Declaration oder Nature Capital Declaration bei ihrem Launch eine Gruppe von Banken schon von Anfang an beteiligt? Das ist nicht erschließbar, denn wenn es darum geht, Standards und Normen für das Assessment zu entwickeln, damit wir sozusagen richtig messen, damit wir dann auch wertschätzen können, dann frage ich mich, warum wir dazu Banken brauchen, gleich von Anfang an im Boot. Warum diese Allianz? Super, danke. Kurz. Hallo, ich bin Timo Kappengs vom Ecologic Institut. Ich habe eine Frage an Herrn Hans-Jürgens. Wir haben jetzt relativ viel über den ordnungspolitischen Rahmen gesprochen und die Rolle, die TEEB dabei spielen kann. Also auch TEEB als Grundlage für Entscheidungen, einen ordnungspolitischen Rahmen herzustellen. Meine Frage wäre, da das UFZ ja auch sehr intensiv an der Politikberatung sozusagen ist, wie Sie, haben Sie den Eindruck, dass dieser Aspekt von TEEB gut angekommen ist bei politischen Entscheidungen, ganz besonders in Hinsicht auf diese verschiedenen Werte, also nicht nur die rein ökonomisch darstellbaren, monetär erfassbaren Werte, sondern alle anderen auch. Ich habe den Eindruck in einigen Präsentationen gehabt, dass es sich vor allem um diese monetär zu erfassenden Werte dreht, auch bei den Diskussionen mit politischen Entscheidungsträgern, und die anderen immer noch so ein bisschen mitlaufen. Und dann gibt es da sogar noch sowas wie einen Eigenwert eventuell der Natur, über den haben wir noch gar nicht reden, müssen wir auch jetzt nicht so viel drüber reden. Aber wie wird der mitkommuniziert in dann direkten Austausch mit politischen Entscheidungsträgern, in dem Sie ja auch stehen? Vielen Dank. So, Thomas, du hattest dich gerade noch gemeldet. Ja. Kannst du dich kurz fassen? Ja, kurz noch Ergänzung zu den Fragen. Ich hätte noch mal gerne eine Idee von dem praktischen Gebrauchswert von TEEB. Also ich sehe mal die Debatten, Wald. Ne? Wir haben in Deutschland eine Riesendebatte darum, einen Teil unserer Wälder Natur als Naturwald zu belassen. Das ist also ein international unterzeichnetes Ziel in Deutschland. Wir kriegen das nicht hin. Überall, wo es geschehen soll, Teutoburger Wald, Steigerwald, Riesendebatten darum. Können Sie sich vorstellen, dass TEEB da wirklich eine Entscheidung beeinflusst? Das ist die Idee, wir wissen eigentlich zu wenig. Wissen die Akteure wirklich nichts von dem Wald als Ökosystem heute und sind deshalb gegen eine Naturbelastung der Wald? Also in Konflikten, ne? ist TEEB konfliktfähig eigentlich, um da Entscheidungen zu beeinflussen? Vielen Dank für die Fragen. Ich würde vorschlagen, dass sich alle drei meine Gäste auf dem Podium einfach einzelne Aspekte rauspicken. Jutta, willst du anfangen mit der Beantwortung von einzelnen Punkten? Ja, kann ich. Und zwar die Frage hier ganz konkret, wenn es nur ums Bewerten geht, dann wäre das dann nur in Ordnung. Nur bewerten, das ist, glaube ich, schon ein bisschen schwierig und klang gerade an. Was wird denn bewertet und zu welchem Zweck wird es bewertet? Wir haben heute Morgen in dem Beispiel von Shefali gehört, dass die Weltbank 1 Million Dollar ausgegeben hat, um die Methodik zu entwickeln für ein Emissionshandelsprojekt, bei dem maximal 600.000 Dollar reinkommen. Ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, aber da können Sie vielleicht helfen. Wenn man überlegt, wie viel Geld ausgegeben werden muss, um den scheinbaren Wert, den errechneten Wert von Naturkapital in Deutschland zu berechnen, was kostet das denn? Und dann die Frage, mit welchem Zweck? In Großbritannien haben die das versucht, da gibt es diese erste Aufstellung des Kapitals, was die britische Regierung da brach liegen hat in Form von Natur. Da wurde aber dann ganz selektiv ein- und ausgeschlossen. Stonehenge, großes Kulturgut, das hat man lieber mal draußen gelassen, weil das wäre ja dann doch ein bisschen problematisch gewesen, Stonehenge einen Preis zu geben. Aber so ein Stück Fluss konnte man das dann irgendwie wieder zuschreiben. Da geht's doch, also, und wer macht denn diese Entscheidung?
mein Wert, den ich daraus ziehe, hier irgendwo am Landwehrkanal zu sitzen, morgens wach zu werden und die Möwen da über dem Landwehrkanal tanzen zu sehen. Da zahle ich eine Miete für. Da sagen Sie dann aber, die Preise haben wir, da brauchen wir jetzt TTIP nicht, um die Mietpreise vergleichen zu können. Also da müssten wir noch mal erklären, wo der Zusatzwert von TTIP wäre zu dem, was wir schon wissen. Und da wollte, glaube ich, der Thomas ja auch hin. Ne? Welche zusätzlichen Informationen gibt es, die wir jetzt nicht haben? Und wenn wir, damit komme ich dann zum Schluss auch auf die Frage, wenn wir jetzt mal das, was wir im Emissionshandel gelernt haben, was ich vom Emissionshandel gelernt habe, versuche auf den Landwirtschaftsbereich zu übertragen, dann wäre die Einführung des Äquivalents eines Handelssystems, wie wir es bei dem europäischen Emissionshandelssystem sehen, dann würde das dazu führen, dass Monsanto, Bunge, Archer Daniels, Danone, all die richtig Großen, dass die Zusatzgewinne aus diesem Instrument schöpfen in der Größenordnung von Milliarden. RWE, ArcelorMittal, ThyssenKrupp, die haben alle Milliarden Gewinne bisher aus dem Emissionshandel gemacht. Die haben die nicht wieder investiert in den Umbau der Energieinfrastruktur. Das heißt also, wenn wir das umsetzen, dann wären da die Großen, die, ich glaube, wir hier im Raum größtenteils glauben, dass sie nicht eine nachhaltige Landwirtschaft betreiben, wären die großen Gewinner dieses Handelssystems. Und die kleinen, äquivalent zu den, sagen wir mal, erneuerbaren Energieerzeugern, die Kleinbauern, die stünden außen vor, weil sie verschmutzen ja nicht, sind aber die Träger derer oder die praktizieren aber die Alternativen dessen, wo wir hinwollen. Die kriegen keine Zertifikate freiwillig vom Staat, um sie dann verkaufen zu können. Die haben dann auch kein Finanzgut, was sie in der Finanzkrise mal eben zu Geld machen können, um dann doch noch an Kredit ranzukommen, wo dann die kleinen Energieunternehmen pleite gegangen sind. Das wäre die Situation. Also wir schaffen noch schneller, wir verschlechtern noch mehr die Bedingungen für kleinbäuerliche Strukturen, die Basis unserer Nahrungsproduktion, vor allem im Süden, um die Größen noch ein bisschen reicher zu machen und das soll dann den Wandel bringen. Das verstehe ich nicht, wie das geht. Und deshalb bin ich auch skeptisch bei der Bewertung, weil Bewertung mit welchem Ziel? Wenn wir nur Bewertung um der Bewertung willen machen, dann glaube ich, haben wir im Moment wichtigere Sachen zu tun mit öffentlichen Geldern. Dankeschön. Ich stimme Ihnen zu 100% zu. Und zwar einfach die Bewertung, um der Bewertung willen zu machen, ist totaler Unsinn. Darum kann es überhaupt nicht gehen. Sondern wir müssen von Problemen ausgehen. Das Problem besteht darin, dass auf der grünen Fläche ein Wald abgeholzt werden soll und ein schwedisches Möbelhaus dort aufgebaut werden soll. So, und jetzt können wir mal überlegen, wie ist diese Entscheidungssituation aus Sicht eines Entscheidungsträgers, eines kommunalen Entscheidungsträgers. Dieser kommunale Entscheidungsträger, der wird in der Regel die Arbeitsplätze sehen, das zusätzliche Einkommen sehen und wird das schwedische Möbelhaus genehmigen. Und wir wollen darauf hinweisen, dass jede dieser Entscheidungen auch mit Verlusten einhergeht. Dass nämlich dieser Wald, der da jetzt abgeholzt wurde für dieses Möbelhaus, dass dieser Wald bestimmte Funktionen hatte. Und die müssen wir nicht in Euro beziffern, aber die sind sozusagen verloren gegangen, unwiederbringlich verloren gegangen. Das sind Entscheidungssituationen, wo eine solche Bewertung helfen kann. Insgesamt ist es schwer zu sagen, was verändert TTIP? Wie stark ist TTIP? Der Ausgangspunkt war ja der Stern-Report. Nicht? Es gab den Stern-Report 2006, der war im Klimabereich. Der hat grob gesagt dann die Kosten, Nutzen von Klimaschutzmaßnahmen, den Schäden gegenübergestellt und hat gesagt, es lohnt sich in jedem Fall frühzeitig zu handeln. Und dann war TTIP erstmal eine Kopfgeburt der Minister hier in der Nähe in Potsdam. Die EU-Umweltminister haben sich getroffen und gesagt, das ist gut. So eine Studie wollen wir möglichst auch haben, am liebsten eine Zahl haben, um zu zeigen, dass es sich lohnt, in Biodiversitätsschutz, also Schutz von Natur, nicht in ökonomische Interessen, Schutz der Natur zu investieren. Das war sozusagen der Gedanke. So, und so ist TTIP gestartet, aber was rauskommt, ist was anderes gewesen. Es kam nicht die Zahl raus für die Umweltminister, die eine Zahl schon gar nicht, das ist nämlich Quatsch,
sondern es kommt sozusagen ein Potpourri heraus von unterschiedlichen Ansätzen, das zeigen soll, dass ökonomische Betrachtungen helfen können. Jetzt nochmal zurück, was hat es gebracht? Es hat eine ganze Menge auf der internationalen Ebene gebracht. Bei den CBD-Verhandlungen, TTIP was all over the place, sehr gegenwärtig, ist in einzelnen Regelungen auch durchaus berücksichtigt worden. Es gibt nationale Follow-up-Aktivitäten und der Erfolg ist jetzt, die Messbarkeit ist schwierig. Ich würde, nee, wenn Sie mich fragen, war das jetzt ein Erfolg? Also nicht jetzt schon fragen, sondern Sie fragen mich, Herr Hans-Jürgens, Sie haben doch das Projekt jetzt geleitet, wir sehen uns jetzt wieder 2016, war das dann ein Erfolg? Dann würde ich sagen, eigentlich ist ein Erfolg erst dann zu konstatieren, wenn sich Entscheidungen, letztlich wenn die Biodiversität geschützt wurde, ob das jetzt auf TTIP zurückzuführen ist, ist ganz schwierig, dann kann ich sagen, es war ein Erfolg, wenn Entscheidungen verändert wurden. Ein Stadtkämmerer dort oder eine Agrarreform hier oder ein Stadtkämmerer dort sind anders ausgefallen unter TTIP, als wenn es TTIP nicht gegeben hätte. Das wäre auch ein Indikator für Erfolg. Und ein dritter, noch schwächerer Indikator für mich ist, wie stark gelingt es mir, uns mit dieser Studie an Entscheidungsträger reinzukommen. Ich habe eine lange Liste von Entscheidungsträgern. Bund der deutschen Industrie, die ganze Wasser-Community, die Holzwirtschaft. Da trete ich nach und nach auf und kämpfe mit denen, so ähnlich wie mit Ihnen hier. Also nicht kämpfen, aber ich setze mich auseinander. Argumentativ meine ich jetzt, kämpfe ich mit denen, um einfach sozusagen Bewusstsein zu verändern. Das ist der schwächste Indikator letztlich. Aber das ist ein Ansatz und das Ziel, was wir hier haben, ist ja gar nicht so unterschiedlich. Also ich glaube, wir wollen Natur und Biodiversität schützen, das ist mein Zugang. Sie würden noch hinzufügen, wir wollen Gerechtigkeit erreichen, Zugang zu Agrarprodukten und zu gesunder Ernährung und diese Dinge. Da sind wir ja einer Meinung, die Wege sind nur etwas anders und die Einschätzung dieser Wege. Einen Satz darf ich noch sagen. Dabei nehme ich für mich in Anspruch, dass ich jetzt nicht ein jetzt Manchester-Ökonom bin oder ein so Purist, ökonomischer Purist bin, der sagt, lass uns die Ökonomie da drüber legen, dann funktioniert das alles. Da bin ich ja weit von entfernt. Aber ich sage, schaut euch mal um. Da werden Entscheidungen getroffen. 95%, ja 98% dieser Entscheidungen werden jetzt schon ökonomisch getroffen. Wenn wir an diese Entscheidungen dran wollen und an die Entscheidungsträger dran wollen, dann ist das doch ein Weg, diese Entscheidungen zu korrigieren. Das ist doch mein Ansatz. Und Sie sagen, ja, lasst uns sozusagen diese Entscheidung, na, was Sie sagen, darf ich ja nicht interpretieren, sollte ich auch nicht machen. Und, aber das haben Sie ja gehört. Okay. Also das ist im Grunde der Ansatz. Und dafür werbe ich, ne? Dafür sitze ich hier. Nora, what is your final comment? Three very short final comments. The first is about putting people back at the center. The principles for responsible agricultural investment of the World Bank, they were argued for because people said, well, land grabbing is taking place, you know, we're not going to be able to stop it, so let's at least try to make sure that it's, you know, the worst impacts are taken care of. And the head of FIAN, who I think you all know, replicated, well, let's think of that in terms of violence on women. It's okay if it's not too savage and if they're compensated. Of course it's not. So that's my first point. My second point is that the CFS is becoming more and more politically significant, and we can tell that because the big actors are there. The WTO has come, the World Bank. We had 45 CEOs of major corporations last October. And the more it's becoming politically important, the more there are attacks by we know who, essentially the market-led solutions people. And the attacks take the form, first of all, of saying that human rights is irrelevant. Why are we talking about human rights? And secondly, about saying, well, if you really want to talk about food security, that's all right, but don't tread into any other areas. You can't talk about climate change. You can't talk about trade. So I think we have to take that. I'm coming back to your question, the three steps we can take. One of them is to make sure that we build the bridges and that we make sure that when the WTO or when the UNFCCC talks about these things, they have to take food security and the right to food into consideration. And the third, very quickly, is just to say that the civil society platform in the CFS is the best documented and the most cogent in existence. And it's, I don't have time to talk about it, but let me just say that it's not an abstraction. It's built on experience and reflection around the world. I'm just going to show you this
report that was the result of a consultation by African small-scale producers in Cameroon last year, looking at agriculture investment for strengthening family farming and sustainable food systems in Africa. And let me just end up by saying that when the governments are being difficult about something, they say, oh, sorry, we can't decide on this because we have to get back to capital. Whereas civil society and social movements have 170 capitals around the world, and this is our challenge, but it's also our strength. So I think that's the way forward. Great. Thank you, Nora. Monique, are you still there? Did you follow the controversial debate? I'm still here. How did you receive it? What are your comments? How did you experience our debate here on governing investments? Well, it was definitely very interesting, especially the analogies made with other sectors, etc. I think I wanted to back up a couple of points that were made, I think particularly by Nora. We're very supportive of the CFS as the sort of lead global framework to push food security and the right solutions for smallholders and for the environment. We're also very supportive of other global and national frameworks. We find them very important both at the global level, because the global level can actually give civil society the tools to hold governments accountable. They can also help civil society mobilize political will. Also, there's a report that we just put out with IIED, Tipping the Balance, and it found that national policy environment can either drive negative or positive investment in agriculture. And we look at several different case studies and what kinds of policies need to be put in place at the national level. So I encourage everyone to look at that. I wanted to make actually three additional main points. The first one being basically what we're hearing here in the UK and from a lot of advocacy meetings on the G8, on the new alliance that's coming up, donors are pulling back from investing in agriculture and trying to say that the private sector is going to step in and take up the mantle and that it shouldn't be the private sector that comes in. And while we see that there is a role for the private sector, it's just absolutely essential that the public sector play their crucial role. If you look at across history, the public sector has been absolutely critical in ensuring that agriculture allows development to take place and that agricultural takeoff in countries actually happens. So private sector investment cannot replace public sector investment. Similarly, market mechanisms like payments for ecosystem services do have potential, but they're only going to work if, both environmentally and in terms of poverty reduction, if they're integrated into a larger vision of development and long-term welfare and sustainability. Standalone market mechanisms, even if they're supported by public funds, are not going to work on their own. The second point I wanted to make is that that hasn't really been brought up here is that the quality of investments matters. And this sort of came up a little bit in the single solution technology quick fix bit of things. But I wanted to mention that, you know, smallholders, women in the environment have been left behind in agriculture investment for decades. So all investment has to support the cross-cutting issues of empowering small-scale producers, tackling gender inequality, and promoting agroecological practices. It's absolutely essential for moving forward. And I'm sorry if that was mentioned in the morning and I missed it, but I wanted to make sure that I made that point. Obviously, there's huge potential for low-input agroecological practices to raise yields, improve soil fertility, and conserve natural resources while reducing the dependence of poor farmers on expensive inputs. This view is pretty widely held out there now, but it's still not happening. Monique, do you hear me? Obvious. Sorry. Yeah. Well, because the quality is going down again. Okay. Do you want to make a final statement? Just one last sentence. What is important for you? Sure. I just wanted to say sorry that the quality is bad.
I wanted to support something else that Nora said, which is that smallholders are the majority of the money that's invested in agriculture. And when donors talk about leveraging private sector investment for agriculture, it is this investment by smallholders and by small and medium enterprises that is the kind of private sector investment that should be supported through access to natural resources like land, services like better extension services for uptake of agroecological practices and better gender and equality. Great. Thank you very much. Thank you that you did follow our debate, Monique. It was great to have you with us. Thank you for inviting me. I'm sorry I couldn't be there. Okay, thank you. I would like to close this conference. Entschuldigung, ich gehe wieder ins Deutsche. Ich würde gerne diese Konferenz beenden, damit, dass ich drei Leute ganz kurz frage, was sie jetzt mitnehmen zur Grünen Woche. Ich habe mir vorher natürlich kurz überlegt, wen ich da fragen möchte. Und zwar ist es zum einen Benjamin Luig, einer der Co-Organisatoren dieser Konferenz, der auch gemeinsam mit Brot für die Welt ein Forum auf dem GFFA, auf dem Global Forum for Food and Agriculture, organisieren wird. Ben, was nimmst du mit? Oh, okay. Ganz kurz. Zwei Dinge, auf jeden Fall. Das Thema da ist ja, sind verantwortungsvolle Investitionen. Und ich glaube, gestern Abend vor allem ist deutlich geworden, dass es da nicht ausreicht, wenn man versucht, zum Beispiel über Entwicklungsgelder große Investitionen von Konzernen so ein kleines bisschen besser zu drehen, sondern dass es natürlich um neue Strategien, andere Strategien geht, die Kleinproduzenten fördern. Zweitens, dadurch, dass es da um einzelne Investitionen geht, verliert man ein bisschen die Makroperspektive. Und ich glaube, gerade unser Thema, der Blick auf die Transition, die Transformation, zeigt natürlich, dass die ganze ökologische Dimension von Investitionen viel, viel besser mit bedacht werden müssen. Und das müssen wir auf jeden Fall einbringen. Vielen Dank, Ben. Sagari, you did a long travel to come here. What will you take home from our debate? For one, it cannot be business as usual. And what I've heard here is that this entire talk of investment in agriculture or the money-based, market-based solutions to climate change are only serving to strengthen a system which has been the problem in itself. It's serving to strengthen the industrial agriculture corporate control systems. We cannot be sitting here and debating about how small farmers are going to provide and be the buffer to very strong political decisions which countries have to take. We have to rein in the corporations. We have to be able to make those changes. We cannot be constantly saying, okay, the small farmers, the indigenous people are the ones who once again have to sacrifice and make the world right. The small farmers, the indigenous people, the women of the world are already organizing. They're organizing and saying that we have a different vision. It's not the economy of money. When we talk about the world, when you talk about the climate, when we talk about forests, we have our own way of living. We have our own worldviews. We have our ways. In my language, we call it Manchi Jivatam. Others call it Bwin Vivir. In those worldviews, we do not just function as in this economy of money. And we are organizing ourselves around ensuring that small peasant farming system, the control over the land, the autonomy, the decision-making rests with us. And that is what I take home. That is what I hope is the message which I give back. We are organizing to put pressure on our own governments. We are organizing to put pressure on the larger forces which are actually not going to permit this kind of vision of food sovereignty to exist. Thank you. Vielen Dank, Sagari. Nora, one last view. What do you take with you to the CFS? Well, actually, I'm going to turn that around and invite everyone in this room to become involved in the process at the CFS. I have nothing to add to what Ben and
and you have just said, but I think there is an opportunity at the global level for everyone who is interested to become involved. The CFS is now launching a broad decentralized consultation on investment in agriculture, where the civil society and social movement vision is being pitted against corporate and other visions. And I would just like to leave you with a website that you can click onto and become a part of it at the global level. Of course, the real battle is locally, we know that. But at the global level, if there are changes made, that can be supportive of what people are doing locally. Thank you, Nora. You will write down the webpage here. Vielen Dank an Sie alle, dass Sie hier waren. Gestern und heute. Vielen, vielen Dank für Ihre Beiträge, dafür, dass Sie Ihre Erfahrungen, Ihre Expertise mit uns geteilt haben. Ich fand es ganz, ganz spannende Tage. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht, diesen Diskussionen zu folgen, Teil davon zu sein. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei den Übersetzerinnen bedanken. Einen ganz großen Applaus. Vielen herzlichen Dank an die Technik auch, die wirklich fantastisch uns geholfen haben, immer wieder sozusagen Leute aus anderen Teilen der Welt zuzuschalten. Herzlichen Dank an Sie alle. Ich hoffe, Sie gehen jetzt alle zum GFFA, zur Grünen Woche und bringen unsere Ideen mit dorthin. Am Samstag, das ist natürlich das Allerwichtigste, Samstag die Demo. Und ich danke als Teilnehmer, danke ich Ihnen nochmal und der Böll-Stiftung für die hervorragend organisierte, sehr interessante und spannende Tagung. Dankeschön. Vielen Dank.